Okay. Ach, Freunde, der Lukas ist wirklich bekloppt, ganz ehrlich. Ihr wisst schon, Lukas der Irre, der sich von vornherein scheiße aufgeführt hat. Der ist wirklich einfach nur bekloppt. Ein Dorn im Arsch, ja, alles klar. Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfa, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Du wärst gern König von Nilfgaards Gnaden? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Was? Oh, der Typ ist so bekloppt! Zurück! Ich ihn! Und kann nix! Er ist bekloppt und kann nix! Der opfert jetzt halt echt seine Leute, ne? Und ich verstehe nicht, ihr Jarl ist tot. Wieso? Na gut, weil sie treu sind. Deshalb kämpfen die weiter. Wir sollten hier nicht bleiben. Ey, hier ist noch einer, wo ich sag. Nee, wir sollten hier echt nicht bleiben, Kumpel. Das sind die Quests, die wir nicht mehr machen können, wenn wir die Nebelinsel gemacht haben. Gegen Lukas den Irren spielen zum Beispiel geht dann nicht mehr. Aber Freunde, ich weiß immer noch nicht, warum die Quest mit Lambert abgebrochen ist. Wir hätten die unbedingt machen müssen. Lambert ist einer der wichtigsten Charaktere in dem Spiel. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, schaut sie euch am besten bei einem anderen Let's Player an oder vielleicht beim zweiten Mal durchspielen. Werde ich vielleicht irgendwann eine Folge rausbringen, wo wir die Quest machen. Ich weiß es echt noch nicht, wie das laufen wird. So, Freunde. Was macht ihr denn? Ach, der geht wieder runter. Okay. Wart auf mich, Moinsack. Hat's ja ganz schön eilig. Schneller! Alle zusammen! Das schafft er nicht! Härter! Gib ihm! Nein! Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Und her und hin und her. Ich warte lieber noch, bis Axi wieder ready ist. Oder so. Oder einfach in den Rücken schlagen. Moisak? Okay. Warte! Der Druide kann vielleicht schnell rennen? Das macht er wohl öfter. Du. Schön hier. Wo laufen wir denn hin? Mein Magen knurrt. Aber heute gibt es nichts zum Mittagessen. Gibt um 15 Uhr Kaffee. So, weil ich voll spät gefrühstückt habe, habe ich heute voll verpennt. Moisak! Nochmal schneller! Rennen kann er nicht, er kann nur joggen. Ist ein Druide kein D-Zug? Aha. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moisak. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst.
Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung. Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Oh. Ja, das ist Hjalmar. Genau. Hör zu, Moisak. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Ensei der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimnion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Danke. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Krass. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Okay. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Ja, so viele Zauberinnen auf einen Fleck, Freunde. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Oh. Darf ich euer Schild benutzen? Ja? Geht das noch? Nee. Das Schild ist weg! Oh, kommt schon! Blödsinn, die haben das Schild weggemacht. Ruhe, das reicht. Warte, oh, Freunde. Also, 1000 Meter, 800 Meter. Das nächste... Moment mal, die nächste Stadt ist doch Arimbjorn. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Müssen gar kein Schild verwenden. Wahrscheinlich müssen wir nach Arimbjorn reinreiten, damit dann irgendeine Sequenz getriggert wird. Deswegen gibt es das Schild nicht mehr. Kann man nicht vorstellen, dass das ganz weggemacht wurde. Aber, wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Wissen tue ich es nicht. Ich vermute nur. Ist ja alles blind. So. Ja, ich glaube, das geht auf. Von der Distanz her. Nur ein paar Wölfe, Geralt. Alles cool. Meter. Arimbjorn. Bist du verletzt?
Lauf, Blätze! Hier rein? Nee. Wow! Entschuldigung. Ah ja. Das ist ein ruhiges Dorf. Dies ist ein ruhiges Dorf und gerade hört man, wie einer dem anderen in die Fresse schlägt. Alles klar, absolut ruhig hier, ja. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Oh Gott. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren. Wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. das ist ein... Der Fluch der schwarzen Sonne wird auf Kinder gelegt, angeblich, die bei einer Sonnenfinsternis geboren werden. Das kommt auch im Buch vor. Und ich glaube auch im Film. Zumindest kommt die Frau, die diesen Fluch der schwarzen Sonne trägt, im Film vor. Ich weiß aber nicht, ob der Fluch erwähnt wird. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Wal! Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nein! Nachforschungen? Nein! Nein! Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Nein! Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerne, gerne. Also, wo ist diese Höhle? Du musst von Kaer Trolde nach Osten segeln. Die Höhle ist in einer Bucht. Man kommt nur vom Meer aus ran. Bis dann und viel Glück mit dem Weißen Wal. Oh, Geralt, wir haben... Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Oh, Geralt. Ach, kommt schon, Leute. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Oh Gott, ich krieg mich nicht mehr ein. Jetzt hat er nicht hingeguckt, als der Wal da war. Komm schon, wie gemein ist das denn? Und wir sind schon... Keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Ja, und wir sind schon wieder schuld. Oh, ich heul gerade vor lauter Lachen. Geil. Jetzt ist der Wal kaputt. Also nicht kaputt, aber der arme Mann hat jetzt sein ganzes Leben lang umsonst gewartet. Oh Gott. Oh. Schön. Nein, nicht schön, aber lustig. Und hässlich wie ein Seeteufel. Jo. Sie werden Balladen. Der weiße Wal, jetzt ist er weg. Verdammt. Wieso hat er sich auch zu uns umgedreht, der Idiot? Ganz ehrlich. Ich würde es jetzt. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Mhm. Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na klar. Gut. Wohin denn?
Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten Philippa. Der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Nein. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Das ist keine... Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Siri. Keine gute Idee. Wir warten dort auf dich. Gar keine Idee. Gute Idee. Ganz schlechte Idee. Eieiei. Himmel, bist du eine Erscheinung von Nörfer? Eieiei. Entschuldigung. Eieiei. Also Amalach verheimlicht was und Philippa... Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde sie sagen, sie lässt den Sonnenstein verschwinden, sobald sie ihn hat. Ganz ehrlich. Ich glaube, Philippa würde eher Ciri opfern. Aha, die Palikperb-Küste. Die habe ich schon zufällig mal entdeckt, Freunde. War nichts Besonderes, soweit ich weiß. Ich glaube, ich habe es sogar in den Zusammenschnitten. Also wenn wir die Hauptstory durchhaben, kommen die Zusammenschnitte der Fragezeichen. Genau, das ist die... Die Folge heißt dann auch, ich habe es schon vorgeplant, die Höhle mit Nix. Und das hier ist die Höhle mit Nix. Genau, hier war das. Der Eingang ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Kennst du den Zauber noch? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, wir wollen doch nicht sentimental werden. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Theater erliegen! Geweckt. Ich kümmere mich darum. Ciri, lass das, du hast keinen Quen. Cirilla, hör auf! Trifft auch nicht besonders gut, der Golem, ne? Der kam jetzt echt nicht durch unser Zeichen durch, cool. Ein Kraut. Sie Wandpilze. So, was haben wir hier? Was zu looten? Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Viele. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Geralt! Voll mit der Faust ins Gesicht, Kumpel. Voll mit der Faust ins Gesicht. Ja, mit Cirilla. Wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes Geralt. Ist. Was denn? Moment, ich muss erst looten. Ich glaube, Jen hat geschrien. Nicht Ciri. Okay, da geht's noch weiter. Gut zu wissen. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Jo. Hast du ja irgendwie auch. Was ist denn, Jen? Da war doch gerade eben jemand hier. Avalach ist auf dem Schiff. Das wissen wir. Und wenn nicht? Schluss damit. Oh, Philippa. Ein Destillat. Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Ach, nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven.
Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Aha. Super. So, was sagen uns denn die Hexersinne noch alles? Oben war ja nichts mehr. Jen! Oha! Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirne auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Alvin konnte auch zwischen Zeiten und Welten reisen. Ja. Oha. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Also nichts Interessantes auf gut Deutsch. Oh. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet! Du! Ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Muss sowas wie seine Frau sein. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Geralds Gähnen hat sie nicht aufgemuntert. Wenn er mich so hasst,
Warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast ihr doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Yen, was hat er denn jetzt wieder getan? Oh Mann! Ich wollte sie doch nur... Eigentlich vertraue ich Avalach immer noch. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Beruhige dich. Die Elfin hatte recht. Oh, solltest du mich nicht aufmuntern? Du trägst Laras Gen. Daran kannst du nichts ändern. Du hast auch ihr Talent und ihre Kräfte geerbt. Diese Elfin würde ein Jahrhundert ihres Lebens dafür geben, so wie du zu sein. So hat sie aber nicht gewirkt. Du wurdest mit einer großen Gabe geboren. Und nur du kannst entscheiden, wie du sie einsetzt. Sehr gut, Geralt. Was ist das? Eine Kette. Lara Dorns. Sie ist schön. Aber... Sie ist dein. Die hat er gerade geklaut. Ja, wobei, ja, wenn es Lara, wenn Lara die Oma praktisch, die Ur-Ur-Ur-Oma, ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Die Kette hatte, dann hat sie ihr sie ja praktisch vererbt. So ein bisschen. So ein bisschen. Oh. So ein bisschen vererbt. Avalach wird aber wissen, dass wir hier waren, ne? Wenn Ciri jetzt die Kette hat. Ist aber auch nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es gut, wenn Ciri ihn jetzt darauf anspricht. Ciri. Hey, Mäuschen. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindarsfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Ach, kannst du ein Portal nach Hindarsfjall öffnen? Gar nicht. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Für Ciri geht halt sogar noch ein Portal. Freiwillig. Ist das nicht süß?